Herzlich willkommen zur Beta von Neverwinter, dem Dungeon and Dragons MMO, welches, ja, ich vermute jetzt einfach mal ins Blaue im Spätsommer dann als Free-to-Play-Modell erscheinen wird. Tja, Free-to-Play ist immer so eine Sache. Schön und gut, ist die Frage halt nur, wie sehr sich dann die kaufbaren Items im Spiel bemerkbar machen, also ob es ein Pay-to-Win-Modell wird. Angeblich so sagt Perfect World, der Publisher des Spiels, soll das nicht der Fall sein. Ja, was Publisher immer so von sich geben, ist ja das eine, und wie es dann ganz anders aussehen kann im Spiel, wissen wir ja alle. Das ist nicht immer das Gleiche, aber das soll uns erstmal egal sein. Hier haben wir schon mal so die üblichen Rassen zur Auswahl, den Halborg, den Menschen, den Zwerg, Elf, Halbelf, Halbling, Tiefling und die Rasse Coming Soon. Na, natürlich heißt die Klasse, die Rasse so nicht. Die ist halt noch nicht verfügbar. Meine Vermutung ist, das könnten die, müsste ich jetzt mal ran, ich glaube die Dwar oder wie die Rasse heißt, die nur dem im Gründerpaket enthalten ist, welches, ich glaube, Helden des Nordens heißen oder so. Wer sich halt das zulegt, der darf dann die letzte Rasse als einziger auch spielen. Es könnte die sein, vielleicht auch eine andere, ich weiß es jetzt nicht. Ihr seht, hier unten ist schon, ja, Denglisch mehr oder weniger. Keine Sorge, das Spiel wird komplett lokalisiert sein, aber in der Beta haben sie erst einmal nur, ja, gewisse Teile übersetzt, soweit wie sie halt gekommen sind. Sind schon weiter als in der Closed Beta 2, habe ich so das Gefühl, mit der Übersetzung. Das Übliche halt hier, Zwerg mit den normalen, ja, Hintergrundgeschichte, die hier relativ kurz gehalten sind, und so die drei wichtigen Boni, Rassenboni. Standhaft ist halt, hat eine höhere Resistenz gegen Niederschlag und sowas. Die Attributswerte, weil es nach dem klassischen Dungeon and Dragons Pen and Paper Prinzip geht, wenn auch sehr actionlastig natürlich, aber so diese Grundbasiswerte und Mechaniken, die hinter dem Ganzen stecken sollen, sind halt wirklich vom Pen and Paper übernommen worden, sagen wir es mal so. Steht da halt immer schön Konstitution plus 2. Das Komma muss man gesondert trennen. Getrennt sehen, so. Weil die Ausdauer, die 2, kriegt man definitiv. Und die 2 Stärke und 2 Weisheit, dazwischen muss man sich entscheiden. Also wenn ich jetzt hier einfach mal weitergehen würde, seht ihr, die kann ich mal auswählen, Stärke und Weisheit. Da kann ich hin und her wechseln und die können, die Ausdauer ist fest vorgeschrieben. Das gilt bei den anderen Rassen auch. Das erhöht hier meine Schaden von Überzeit, also Damage over Time. Und hier seht ihr auch wieder das Gleiche. Erhöht halt die Verteidigung um 3%. Hier darf ich mir zwischen allen plus 2 aussuchen. Hier gibt es halt Heroic Feat. Das ist, ja, spezieller Skill-Tree-Baum. Aber was ich meinte mit Attributen, hier sieht man, beim ersten ist es anscheinend besser beschrieben, plus 2 Beweglichkeit, die es auf jeden Fall gibt, und dann entweder 2 Ausdauer oder 2 Stärke. Das ist anscheinend nur bei den Halborks so beschrieben. Die anderen hatten das jetzt hier nicht. Ja, die anderen hatten das aber noch nicht. Keine Ahnung, warum die das so gemacht haben. Ist auf jeden Fall so. Haben halt alle auch wirklich ziemlich unterschiedliche Boni. Ihr könnt es ja kurz alle mal selber so durchlesen. Ich lese euch jetzt gerade nicht vor. Müsst ihr halt kurz mal Pause drücken, wenn es euch hier zu schnell war, was ich jetzt hier per Mouseover mache, wo ich mal fast von ausgehe. So, und dann noch den Halbelf. Sind eigentlich ziemlich, ja, wie soll man sagen,
ziemlich gute Werte. Ich werde hier mal den Halborg nehmen. Der brachte halt das, was ich brauche für die Klasse, die ich gleich spielen möchte. Bringt halt mehr Schaden und noch so ein bisschen Geschwindigkeitsspeed, wenn ich in den Kampf eintrete. Hier seht ihr schon die sechs Klassen. Der Twixer Woke, dieser kleine Schurke, der halt, ja, kurz in Stealth geht, hinterrücks dann halt, hier sehen wir auch unsichtbar. So, die erste, ja, ich sag mal, naja, größere Fähigkeit. Und täglich, ja, seht ihr rechts oben in diesem Pop-up Daily Skill, glaube ich, weiß nicht genau, wie es heißt. Wird noch umbenannt, das kann man nicht wirklich einmal täglich nutzen. Das kommt halt noch von der älteren Generation, die werden es wissen, vom Pen and Paper Spiel. Gewisse Fähigkeiten konnte man halt nur einmal pro Tag einsetzen. Die waren halt etwas stärker, aber hier kann man sie immer wieder einsetzen, wenn sich ja diese Fähigkeit aufgeladen hat, werdet ihr nachher sehen. Und halt hier so eine Klassenfertigkeit, in dem Fall Diebstahl, der sieht halt Fallen und kann sie halt entschärfen. Ist eigentlich ganz gut. Ist halt so hier so der kleine Schurk, wie man es halt kennt, mit zwei Dolchen oder zwei Schwertern, sowas in der Art. Der Kleriker kann heilen. Halt immer. Kann aber auch gut Schaden machen, kommt halt drauf an. Also er ist gar nicht so schwach, wie man es denkt. Halt wieder diese Daily und Religion. Giftschürbonus, so kommen wir. Ja. Das ist ja auch noch so Sachen, werdet ihr nachher sehen. Es gibt in den Dungeons und in, auf den Welten so bestimmte, ja, wie, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Eigentlich sind es Ressourcenquellen. So wie bei anderen Spielen Erz, Bäume, Kräuter etc. gibt es halt hier so gewisse Taschen, Schreine oder sonst was, die halt nur von der entsprechenden Klasse, so was wie hier dieses Collect Magic Items, der kann halt nur diese Ressourcenquellen, nenne ich es wie gesagt einfach mal, können halt nur von der Klasse abgeerntet werden. Es sei denn, man kauft sich ja, so kleine Gegenstände, die man halt einsetzen kann, die einem zu 65% die Möglichkeit geben, für ein einziges Mal halt diese bestimmte Ressource abzubauen. Wenn es gelingt, ist das Item weg. Gelingt es nicht, ist das Item trotzdem weg. Ja, Control Wizard ist halt der Zauberer, Guardian Fighter, der defensive Krieger und der Great Weapon Fighter eher der offensive Krieger. Den wollte ich jetzt auch anspielen. Den kenne ich selber noch nicht. Der war im letzten Beta-Wochenende noch nicht verfügbar. Genauso wie hier, was auch immer Coming Soon wieder ist. Lassen wir uns überraschen. Deswegen wollte ich den jetzt auf jeden Fall anspielen, weil ich den selber noch nicht kenne. Tja, warum habe ich wohl den Krieger gewählt? Hier seht ihr es. Alle Great Weapon Fighters brauchen halt als Hauptattribut die Stärke. Habe ich gewählt hier. Und als zweites Attribut halt Ausdauer und Beweglichkeit. Ist in dem Fall hier gegeben. Das war die Hauptfähigkeit. Und da es keine Rasse mit Hauptattribut Stärke gab, habe ich das halt als wählbare Zweitattribut halt über den Halborg jetzt genommen. Man kennt's. Stärke ist halt für den Schaden, den körperlichen Schaden, nächstes Mal Physical Power. Da, welche Überraschung, Constitution ist halt für mehr Leben, Ausdauer und sonstige Sachen halt gut. Und halt übliche, ja, hier ist wieder dieses, hier ist schon übersetzt, Geschicklichkeit, Agilität, Reflexe, Gleichgewicht. Ja, das ist halt, was man so kennt, da ist nichts Außergewöhnliches. Ist halt alles, wie man so sagt, und hier halt neu würfeln. Man kann jetzt unendlich häufig würfeln. Ist jetzt nicht so, dass man jetzt nur ein-, zweimal würfeln darf. Auch
Man könnte zwar jetzt denken, ja, dann würfel ich halt so lange, bis ich hier überall eine, keine Ahnung, was hier der Maximalwert ist, den man ja würfeln kann. Ich glaube, eine 18. Bis ich überall eine 18 gewürfelt habe, das geht nicht. Also der Gesamtwert hier scheint schon gleich verteilt zu sein. Ich würfel halt ja so lange, dass ich dann eine 20 habe. Also 18, 13, 13 quasi. Damit ich meine wichtigsten Attribute halt hier auch auf Maximum habe. Dann belasse ich das. Ja, Wisdom habe ich jetzt hier minimal. Aber braucht man jetzt eher selten als Krieger. Und dann kann man halt hier wieder wunderschön zwischen 12, ja, zwischen 12 vordefinierten Gesichtern wählen, aber bei Anpassen ist halt hier dann wieder so die deutlich, ja, kann ich noch, kann man halt hier diese, tja, die Genre üblichen Anpassungen nochmal so vornehmen, also können wir hier auch ein paar Haare wählen. Auch ist etwas ungünstig jetzt hier mit der, genau, ist aus, weil irgendwo konnte man das auch. Ja, so sieht man es auch besser, welche Frisur man wählen könnte. Wenn man hier jetzt eine haben möchte. Also gibt es wirklich genug zur Auswahl. Da hat man schon, ich sag mal, nicht das meiste, was man jemals gesehen hat in solchen MMOs, aber ich finde, die Auswahl ist gut genug. Ist ja auch nicht so, dass hier man jetzt stundenlang beim Spielen dann auf den Charakter guckt. Meistens ist er eh von der Rüstung und Helm bedeckt. Ich denke mal, so ein Wuselkopf mit, was nehmen wir denn? Ich würde mir gerne so Strähnchen verpassen, aber nein. Kriegt er dunkle Haare. Das ist in Ordnung. Ja, kann man hier auch die Augentypen, oder die Pupillen besser gesagt, sind das eher zweifarbig, aber ich denke mal, Natur kriegt so schön grüne, ja, etwas heller, da sieht man wesentlich was von. Ja, hier, das muss schon buschig sein, zu einem Halborg. Gesichtsbehaarung muss natürlich schon passend sein mit dem. Schon Vollbart. Ja. Naja. Ach, jetzt hat er es wieder umgestellt, aber das passt, so ein leichter Stoppelbart. Können wir nochmal so ein bisschen den Rest anpassen. Also, ich finde, das ist schon so Hauttyp ist. Keine Ahnung. Irgendwo hier so, da. Ah, ich lasse einfach das. Sieht man eh nichts groß von. Tattoos im Gesicht, auf dem Rücken, Armen gibt es jetzt nicht. Aber es gibt schon an Tattoos, wobei ich das jetzt nicht gerade als Tattoo bezeichnen würde, Sommersprossen, aber okay. Da gibt es schon einiges zur Auswahl. Mal jetzt so im Schnellen mal alle angeklickt, damit ihr seht, nicht nur hier in dem Kleinen, sondern halt im Großen. Das sieht so irgendwie so aus wie so eine wie nennen sie die nochmal? Masori? Diese Volksbemalung. Ja, aus Neuseeland, die meine ich jetzt mit dem Hacker. Ah, das Übliche halt hier so. So, ich möchte aber keine Narben, ja, kennt man ja auch, so. Was man halt schon im Krieg durchzogen hat. Hier kann man nochmal das Gesicht dann in verschiedensten Feineinstellungen bearbeiten. Körperform, eher der Schmächtige, oder der Normale, der Dicke, das ist der Schmächtige. Ich nehme einfach mal den schmächtigen Körpermaße. Könnte dann auch noch alles anpassen. Wobei ich jetzt hier, naja, Armlänge, ein bisschen kürzer, Armbrück,
Ja, sollte jetzt natürlich nicht unbedingt das super breite, hier kann man so Fußgröße einstellen. Sollen wir natürlich nicht jetzt hier super breite nehmen, wenn der Charakter so schmal ist, hier so über dicke Arme sehe dann doch etwas ja, dumm aus. Ja, hier könnt ihr dann so die ganze Hintergrundgeschichten eures Charakters auswählen. Also es gibt da wirklich schon einiges zur Auswahl. Okay, Halborg hat jetzt wirklich ziemlich viel hier als großer Waffennarr. Sonst sind nur ein, zwei Zonen verfügbar. Also es ist schon übelste Auswahl und hier dann halt noch mehr Auswahl, die ihr dann halt selbst entscheiden könnt, welchen Gott ihr halt angehört und sowas. Bringt, soweit ich jetzt aber weiß, nichts im Spiel an Besonderheiten. Ja, komm, wir gehen nach Neverwinter und sind Opportunist. Ist ja sowas von egal jetzt hier. Und hier habt ihr nochmal die ganze Übersicht, was die Rasse und Klasse ausmacht. Unser Hintergrundgeschichte. Hier könnt ihr dann sogar nochmal alles Mögliche eingeben, was ihr ja, euch so an Biografie einfallen lassen könnt. Zufallsnamen. Da bin ich jetzt nicht sicher, ob das an einer Rasse und/oder Klasse abhängt oder ob das immer ein großer Namenspool ist, wobei ich hier so das Gefühl habe, so groß scheint er eh nicht zu sein. Aber stört mich jetzt auch nicht. Ich bleib bei meinem Standardnamen. Und dann geht's in den Kampf. In der nächsten Folge. Bis dann, ciao.